Das Thema Demokratie stand am Montagabend, dem 15. November 2021, im Alten Rathaus im Vordergrund. Vorgestellt wurde eine neue Ausstellung, die sich in verschiedenen Einzelthemen mit der Demokratie befasst und dazu anregt, sich damit näher auseinanderzusetzen. Initiator der Ausstellung ist Michael Buttgereit von den Guten Botschaftern. Er berichtete, wie er dazu gekommen ist, das Thema in den Vordergrund zu stellen. Ja, ich hatte vor 4 Jahren eine besondere Erfahrung gemacht, als ich zur Wahl ging, bei der vorletzten Bundestagswahl. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Buch gelesen über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und musste feststellen, mit wie viel Schmerz und Leid unsere Demokratie errungen worden ist und wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Und als ich dann in meiner Wahlkabine im Kindergarten saß, hinter dieser grauen Wand, da habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, da passt was nicht zusammen. Also die Werthaltigkeit, mit der wir unsere Demokratie inszenieren, passt nicht zu dem, mit wie viel Schmerz wir diese Freiheit errungen haben. Und das war die Initialzündung dafür, darüber nachzudenken, wie könnten wir eigentlich die Demokratie mal neu ins Bewusstsein der Menschen bringen, den Wert der Demokratie. Buttgereit suchte nach entsprechenden Partnern für das Projekt und wurde fündig. Die Designhochschule in Köln und die Fachhochschule Dresden waren interessiert. Es entwickelte sich eine Ost-West-Partnerschaft. Die waren sofort begeistert und haben gesagt, da machen wir eine Kooperation Ost-West. Und dann ist im Jahr 2020/21 dieses Projekt gestartet. Beim Gang durch die Ausstellung wurden viele Themen angesprochen, über die sich nur die wenigsten bisher Gedanken gemacht haben. So setzte sich Pauli Mutzi von der Designhochschule Köln mit den Wahlunterlagen auseinander und entwickelte eine ansprechendere Form. In meinem Projekt habe ich mich damit auseinandergesetzt, dass ja jede und jede von uns eine Wahlbenachrichtigung geschickt bekommt, aber bei weitem nicht jede und jede von uns wählen geht. Und ich habe mich gefragt, woran es liegt und glaube, dass es daran liegt, dass Wahlbenachrichtigungen oft nicht besonders ansprechend gestaltet sind. Und habe mir dann aber gedacht, die Idee dahinter ist ja super, dass man alle erreichen kann. Und habe so ein bisschen eine Kombination aus Wahlbenachrichtigung und Briefwahl mir überlegt und so eine Art Wahlpaket, die alle wahlbenachrichtigten Personen bekommen würden. Und genau, da ist dann das Projekt Deine Wahl entstanden. Und das soll eben quasi, dass das alle erreicht. Und da ist dann auch die gesamten Materialien für die Wahl bereits drinnen. Die Organisatoren gehen davon aus, dass die neue Ausstellung nicht nur in Haltern am See zu sehen sein wird. Mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr hoffen sie auf großes Interesse auch aus anderen Städten. Damit das Ganze auch finanziell abgewickelt werden kann, hatte sich zum Jahresanfang der Verein DemoCreate gegründet. Als die Partner, Hochschule, Agentur, beide Hochschulen und die Agentur das Thema vertieft haben, sind wir hinzugezogen worden und haben gesagt, dieses Thema ist nicht ein reines Präsentationsthema, wie wir es jetzt von mir aus hier in der Ausstellung sehen, sondern wir müssen versuchen, nachdem wir die ganzen Inhalte gesehen haben, die ganzen Exposés, wie können wir die Inhalte transportieren? Also wie können wir Inhalte umsetzen zum Teil? Und das ist also der zweite Schritt und das haben wir dann gesagt, das geht nur in der Vereinsform, sodass wir im Grunde genommen alle Daten jetzt zusammen haben. Die Präsentation ist da und jetzt gehen wir stufenweise an die Öffentlichkeit und wollen das nicht nur präsentieren, sondern auch kommunizieren. Toddy Geldmann von Haltern aktiv freute sich, dass die neue Ausstellung zuerst in Haltern am See gezeigt wird. Da muss ich sagen, waren wir sofort vom Verein Feuer und Flamme und haben gesagt, das ist hervorragend, dass so eine Ausstellung überhaupt gemacht wird grundsätzlich. Und wo wir dann die Chance bekommen haben, das Ganze auch als erstes in Haltern am See stattfinden zu lassen, haben wir sofort gesagt, das unterstützen wir mit allen Mitteln, die wir haben und freuen uns natürlich riesig heute, dass das Ganze jetzt auch hier stattfindet. Als Schirmherren konnten die Organisatoren die bekannte Journalistin Raschke und den Sänger Sebastian Krumbiegel von den Prinzen überzeugen. Neben den Schautafeln erstellten die Studenten auch einen Film, der im Rahmen der Ausstellung gezeigt werden soll. Bereits bei der Vorstellung der Ausstellung war das Interesse groß. Alle Beteiligten hoffen, dass das auch so bleibt.